Hallo und willkommen zurück zu To The Moon. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört, als wir nach unten gegangen sind. Jetzt bin ich aus Versehen nach oben gelaufen. Als wir mehr über River erfahren haben. Und jetzt muss ich mir ja wieder mehr von diesen Memory Links besorgen. Ja, jetzt haben wir gerade erfahren, dass er netterweise Hilfe dabei bekommt, das Piano nach oben zu kriegen für River. Gut, dann durchbrechen wir mal die nächste Barriere und gucken, wo uns das hinbringt. Und haben dabei wieder diesen schönen Bastelspaß. Es versteckt uns wieder zum Leuchtturm. Und zwar in einer Zeit, in der das Haus noch gar nicht aufgebaut ist. Und hier haben wir wieder die eingelegten Oliven, die er am liebsten mag. Das hier ist ein sehr,
sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr starker Satz. Aber dazu später mehr. So, und zwar jetzt ist es später und ja, wir haben wieder mehr erfahren. Und zwar ist das hier der Zeitraum, in der man erfahren hat, dass River halt krank ist, und zwar lebensbedrohlich krank. Wir wissen, dass sie sich jetzt beides nicht, also nicht beides leisten können, Haus bauen und Behandlung, das heißt entweder oder. Und der Mann John hat halt Angst, dass River dann sich dafür entscheidet, lieber das Haus zu bauen. Außerdem haben wir erfahren, auch wenn nicht direkt, aber indirekt, dass die beste Freundin von der River, Isabel hier, eine Autistin ist. Denn sie hat John neurotypisch genannt und ja, so nennt man in autistischen Kreisen halt normale Menschen. Also haben wir auch hier wieder etwas mehr erfahren. Und dann begeben wir uns jetzt mal auf die Suche nach den Memory Links. Da haben wir einen. Na, da haben wir die Barriere gefunden bei den eingelegten Oliven. Ah, das Auto war noch Memory Link. Im Haus kriegen wir. Ja, im Haus kriegen wir auch einen. Einfach nur, dass wir reingegangen sind. Dann gibt es die nächsten zwei höchstwahrscheinlich oben beim John, der nach oben abgehauen ist zur Klippe. Na, da gab es sogar direkt beide. Gut, dann durchbrechen wir mal hier die Barriere bei den Oliven. Und machen wieder ein bisschen Puzzlespaß. Und dann geht's noch ein bisschen weiter zurück in Johns Vergangenheit. Und hier seht ihr, hier geht's noch allen wunderbar und der sieht auch deutlich fröhlicher aus. Thank you.
So, wir haben wieder viel Neues erfahren. Und zwar sind wir jetzt wieder ein paar Monate, bevor die das Haus bauen. Und das Wichtigste ist erfahren, dass, was wir erfahren haben, ist, dass Johnny ihr irgendwas gesagt hat, woraufhin River angefangen hat, diese Papierhasen zu bauen. Und ja, es war offensichtlich etwas nicht Gutes. Außerdem ist der Spruch gefallen, Menschen wie River. Das ist natürlich auch schon mal etwas, wo man aufhorchen muss, aber dazu kommt auch später mehr. Jetzt haben wir das Problem, dass es hier keine Mentos gibt, das heißt, wir müssen gerade mal dafür sorgen, dass wir welche kriegen. Wird einfach mal gerade resettet. Gekriegt, und zwar die eingelegten Oliven, und die bieten wir dem jetzt mal an. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass er die Oliven eigentlich gar nicht mag, und wir hätten das einfach abstellen können, aber unsere Kollegin macht das leider nicht. Offensichtlich mag er die Oliven eigentlich nicht so wirklich. Aber wir kommen unseren Mementos immer näher. Ja, Memories meine ich. So, einen noch. Dann sind wir von den Oliven erlöst.
So, wir haben unseren Memento hier jetzt gefunden und wir haben die 5 Memory Links aus ihm rausgequatscht und mussten dabei nur die Oliven essen. Dann geht's wieder an die Bastelarbeit. Okay, der äußere Ausschnitt ist nicht. Das kann ich hier gerade echt ganz schwierig erkennen. Was hiervon gepunktet ist und was nicht. Aber ich habe es trotzdem hingekriegt. Schon mal sehr schön. Und dann reisen wir wieder weiter. Und landen am Leuchtturm. Und zwar nochmal ein Zeitsprung früher. Jetzt sehen wir wieder, jetzt habt ihr sogar wieder Farbe in den Haaren. Und wir sind auf dem Leuchtturm gelandet. Und jetzt wurden wir mal da sanft runtergetreten. Ja, jetzt haben wir wieder noch mehr erfahren. Und zwar sind wir hier an den Punkt gekommen, wo die sich dazu entschieden haben, das Haus hier zu bauen. Aber wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und dann wie immer, vielen Dank fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.